In die Hände derer zurückfällt, denen sie gehört, und zwar uns. Wir wollen gemeinsam stadtpolitische und theaterperspektivische Fragen aufwerfen. Unser Spielplan steht allen zur Partizipation offen. Projekte können angeregt und eingebracht werden. Hierfür sind eigene Ansprechpartner vorgesehen. Die Veranstaltung. Wir wollen ja die Strukturen hier in dem Haus verändern, unter anderem auch gerade für die Mitarbeiterschaft. Dass es eben nicht passiert, dass irgendwo in dem Hinterraum sich zwei Typen die Hand geben und dann auf einmal sich hier alles verändert und die komplette Belegschaft umgekrempelt wird, sondern dass die Leute, die das Haus am Laufen halten, die dem Haus mit die besten Jahre ihres Lebens schenken und sich hier abrackern, doch bitte die Chance haben, mitzuentscheiden, was mit dem Haus passiert. So eine tatsächliche, ein tatsächliches Mitspracherecht. Jeder Techniker, jeder Schauspieler, jeder Maskenbildner, jeder Bühnenbildner, alle. Weil ich war gestern bei der BE-Premiere und ich fand es so krass, weil Steinmeier war da. Dann wurde er hinausgeleitet vom neuen Chefdramaturgen Moritz Rinke dort. Und ich finde, dass Politik in der Kunst nichts verloren hat. Ich finde, Kunst muss auf jeden Fall politisch sein. Aber die Politik sollte nicht entscheiden, wer welche Räume bekommt und wer welche Räume nicht bekommt. Weil das sollten die Leute selber entscheiden, die sich das auch zutrauen. Und deswegen finde ich es unglaublich gut, dass jetzt gezeigt wird, wir können hierarchiefreie Räume aufbauen, die selbstverwaltet sind, die kunstschaffend sind, zugänglich für alle, mit einem Fundament von Antirassismus, Antisexismus und Antihomophobie. Und das finde ich halt sehr, sehr gut. Und deswegen bin ich hier und ich bin super, super froh, dass es gerade passiert und dass es eine Möglichkeit gibt, auch noch was zu tun gegen diese unaufhaltsam wahrscheinliche Ding der Gentrifizierung. Das will ich jetzt sagen.